gegrüßt. Seid gegrüßt. Das war eine Schlacht. Relativ harmlos, muss man dazu sagen, weil ich meine, viel Gefahr bestand jetzt nicht. Aber ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich nicht gerade froh drüber bin. Sack. Jetzt bald mal, kann ich jetzt bald mal endlich mich hier von diesem Gebiet entfernen? Wäre das eventuell denkbar? Bitte? Eigentlich wünschte ich mir ja, dass ich hier jetzt jederzeit meinen Teleporter finden würde. Dann könnte ich nämlich wirklich sagen, dass ich mich aus dem Gebiet mal entfernen kann. Schon. Wie viele sind es noch? Haben wir es jetzt bald mal? Kann ich jetzt endlich mal eventuell hier wieder in einen Bereich kommen, in dem nicht ständig irgendwelche Viecher sind? Gut, Lava kriege ich ja genug von mir aus da sein. Die droppen nichts. Ich bin halt dauerüberladen aktuell. Und das mag ich überhaupt nicht. Ist dauernd überladen zu sein. So. Schön, dass der Lavakriecher einen Todesschlag abkriegt. War ja voll wert. So gut. Das Thema hätte ich erstmal abgeschlossen. Aus dem Bereich, wo die ganzen Viecher spawnen, bin ich erstmal raus. Abgesehen von irgendwelchen Lavakriechern, die mir jetzt plötzlich feindlich gesinnt sind, gibt es jetzt nichts mehr, was mich angreifen will. Das ist auch gut so, denn ich will nämlich endlich wieder zum Händler kommen. Mir fehlt übrigens auch nur noch ein einziges Stück Kia, die alte Hexe. Nun, 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 wen haben wir denn hier? Eine Schwester mit einem Diener? Was meint ihr mit Schwester? Nur Hexen können Todesritter binden. Also seid ihr eine von uns? Fahr zur Hölle, Hexe. Wie unhöflich. Ich kann seine Gedanken sehr deutlich erkennen. Ihr habt euren Diener nicht gut erzogen. Aber wisst ihr, ich mag solche Diener. Wie wäre es, wenn ihr diesen kleinen Hitzkopf mir überlasst? In unserer besonderen Lage ist das wohl nicht ganz einfach. Nein, ihr könnt ihn nicht haben. Aber ich muss ihn haben. Ich glaube, ja, ich werde euch herausfordern, und zwar um ihn.
Mich herausfordern? Oh ja, das ist ganz normal bei uns Hexen. Wenn ich gewinne, bin ich die neue Herrin dieses Todesritters. Vergesst es. Nicht so schnell. Wenn ihr euch weigert, gewinne ich automatisch und der Bund geht auf mich über. Ich hasse es, ohne einen guten Kampf zu gewinnen. Vorsicht, Mensch. Sie könnte recht haben. Ich denke, du nimmst diese Herausforderung besser an. Wenn du sie ablehnst, könnte das passieren, was sie gesagt hat. Und da wir beide Seelen verbunden sind, könntest du auch eine Dienerin dieser Hexe werden. Ein Todesritter kann sich den Wunsch seiner Herrin nicht widersetzen. Zeigt, was ihr drauf habt, Hexe. Sehr gut. Aber da ihr noch unerfahren seid, möchte ich euch warnen. Der Zweikampf endet erst mit dem Tod. Bereitet euch also darauf vor, euer Leben aufs Spiel zu setzen. Wie auch immer. Als Herausforderin wähle ich den Ort des Kampfes. Und ich entscheide mich für meine Gruft. Kommt, wenn ihr bereit seid, aber wartet nicht zu lange. Okay. Hüter der Ringe. Kia! Das war die. Oh, Sarek war übrigens der Typ, den ich da getroffen habe. Ja, zweithöchste. Inzwischen bin ich höher als der. Und Syta ist die dritte. Also ich bin von den Rängen fast über Kia. Und wenn ich die getötet habe, bin ich definitiv über Kia. Jetzt erst einmal werde ich aber kurz handeln gehen und nebenbei ein paar Quests einlösen. So. Es ist ja großer Geisteskristall, okay. Es ist ja eigentlich nett gemeint, von wegen, dass ich hier zu verkaufen kann, aber wie? Das ist zu viel wert. Immer noch zu viel wert. 9. Immer noch zu viel wert. 2. Okay. Wie viel hast du jetzt noch? 45, okay. Einen kannst du dir also noch leisten. Alter, 21. So. Das Buch für Zia habe ich immer noch nicht. Das wollte ich eigentlich erstmal holen. Ach ja, genau. Ich habe ja einen großen Geisteskristall. Und das ist ein mittlerer Schattenkristall. Wurde mir als kleiner angezeigt. Nee, egal. Wie dem auch sei. Großer Geisteskristall ist aktuell das höchste, was ich habe. Und da ist mir lieber Geistes als Schatten, bin schon denn schon. So, ich bleib dabei, ich werde jetzt aber erstmal verkaufen gehen, mir egal wie lange die da warten muss. Töten werde ich sie so oder so, auch wenn sie die höchstrangige von sonst wo ist. Ich dachte eigentlich immer, dass was Besonderes sagt, dann mal 4000 Gold, okay. Die Lederbeinschienen kannst du dir auf jeden Fall leisten. Und dann kaufst du mir noch was davon ab. So, du kannst dir noch was leisten, das ist gut. Sogar sehr gut. Den kannst du dir nicht leisten, der ist zu teuer. Alles schon über deine Preisklasse, ne? Moment, die Handschuhe vielleicht. Ja, die sind noch innerhalb deiner Preisklasse. So. Du bist dran, dein Gold zu verlieren.
2500, das ist nicht gerade sehr viel. Also du kannst dir das auf keinen Fall leisten. So, das ist nicht identifiziert. Das auch nicht. Den kannst du dir leisten. 1200. Gut, dann nimmst du noch einen Ring mit. So. Ich hoffe, mein Inventar wird langsam mal leer. Durch diese ganze Verhandelei hier. Das Nervenkind ist auch wieder da. Ich bin übrigens, wie gesagt, fast Platz 1, also sollte ich ja bald entsprechend alles machen können. So, ich kann jetzt den Typen hier auf jeden Fall von seiner Kristallkrankheit heilen. Ihr seid wieder zurück. Habt ihr die Lösung für mein Problem gefunden? Wahrscheinlich habt ihr euch einen Kristallsplitter eingefangen, als ihr im Wald wart. Seit meiner Rückkehr spüre ich immer wieder ein Stechen direkt unter meinem linken Knie. Da muss der Splitter eingedrungen sein. Aber ich bin zu steif. Ich kann nicht mal meine Beine beugen, um einen Blick darauf zu werfen. Er wird sich dennoch nicht einfach entfernen lassen und möglicherweise wird der Fluch überhaupt nicht rückgängig gemacht. Könnt ihr euch vielleicht irgendwas vorstellen, was mir helfen würde? Diese Kräutermischung könnte helfen. Das sieht ekelerregend aus, aber ich habe wohl ja wohl nichts zu verlieren, was? Fort, also ruhig fort. Ein Versuch ist es wert. Wow, ich fühle mich großartig. Dieses eklige Zeug hat geholfen. Ich danke euch aus tiefstem Herzen. Ihr habt eine Belohnung verdient. Danke für eure Hilfe. Ich bin so erleichtert. Ich fühle mich wie ein neuer Mann. Meine Frau ist besonders erfreut. Okay. Gut, dann der nächste bitte. 4000 Gold. Tja, was machen wir mit dir? Die zwei Ringe. Das Amulett. Diverse Tränke. So. Sechsundneunzig. Sechzehn. Und Leiter. So. Der Magier. Was hast du im Angebot an Geld? Zweitausendfünfhundert. Auch ein ziemlich schwaches Aufgebot. Wenn ich das mal so sagen darf. Aber naja, was will ich erwarten? Als ob die sich mal großartig was leisten könnten. 700 noch was. Jetzt schon. Mann, ihr enttäuscht mich echt. So, 40, 6. So, bleibt noch der Wirt. Hoffentlich kann der mir auch noch ein Rüstungs-Item abkaufen. So langsam wird es nämlich echt problematisch.
Wo ist er denn jetzt schon wieder? Tempelbewohner. Gegrüßt, kommt her, nimmt Platz, Mensch. Der Barde hier ist einfach wunderbar. Er erzählt gerade eine heldenhafte Geschichte von jemandem, der es mindestens mit zwei Feuerelementaren gleichzeitig aufgenommen haben soll. Könnt ihr das glauben? Ja. Und dann schlug es mit all seiner brennenden Wut zu, uns in Rauch hüllend und mit unser Augenlicht für einige Minuten nehmend, Dann stand auf einmal die Heldin da, von der ich euch erzählt habe. Die mit dem dunklen Gefährten, direkt vor dem wilden Feuerelementar. Sie waren gleichsam wie zwei Statuen, standen da, sahen sich einander an. Ja, was passierte dann? Kommt schon, erzähl weiter. Nun, urplötzlich rannte der Todesritter auf den Feuerelementar zu. Zur gleichen Zeit sprang der Mensch zur Seite und griff das Monster ebenfalls an. Was danach folgte, war ein einziges Gemenge aus Feuer und rasenden Bewegungen und Blut. Und bald danach war alles vorbei. Das Feuerelementar war geschlagen. Das war der beeindruckendste Kampf, den ich jemals gesehen habe. Und du hast Geld. Dass ich dir gleich mal abluchse. Du beeindruckender Kampf. So. So ein beeindruckender Kampf, dich auszunehmen. Ja. Hallo, ihr seid es wieder. Ihr habt meine Geschichte über euer kleines Abenteuer gehört. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr sammelt also Geschichten von Abenteuern. Das Wichtigste, was ein Barde braucht, ist Inspiration. Und die bekommt er von Helden. Handeln, Glück, Weisheit. Okay. Bah, meine Großmutter konnte bessere Geschichten erzählen als dieser Barde hier. Wenn sie nur noch am Leben wäre. Seht ihr den Baden da? Wie der singen kann? Ich kann das nicht. Ausgezeichnet. Habt ihr schon von der Heldin gehört, die ganz allein wenigstens drei Feuerelementare erledigt hat? Der Bade war gerade dabei, uns davon zu erzählen. Ja, also, so langsam dichtet ihr ein paar Dinge dazu, ne? Okay, hallo Wirt. Oh, das war ein bisschen ekelhaft gerade. Tut mir leid dafür. Uiuiui. Halt, Moment. Ach doch, ja. Das Schwert will ich noch behalten. Okay. So, ich nehme an, doch, der Todesritter hat inzwischen ein Level ab. Okay. Ideal, denn ich würde gerne seinen Schlösserknacken nochmal hochskillen. So. Jetzt habe ich das gemacht. Aber ich bin ja immer noch nicht fertig mit allem. Also abgesehen davon, dass ich auf der Rangliste jetzt theoretisch auf Platz 1 sein müsste. Nur mal so aus Reiminteresse. Nee, Kia hat plötzlich mehr als ich. Ich glaube, Kia hat immer mehr als ich. Auch wenn ich noch so gut bin, damit ich sie töten muss.